Ja, und willkommen zu meinem. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel Hinterkopf. Zu meinem Video. Ja, tut mir leid. Ich habe ein bisschen gebraucht, gerade so um wieder zurück zu mir zu finden. Ja, weiß auch nicht. Ich war. Ja, für euch ist eine Woche vorbei. Für mich sind gerade ein paar Minuten vorbei. Aber auf jeden Fall habe ich etwas Zeit gebraucht. Und gut. Ich erzähle euch jetzt, wie mein Geburtstag war. Und ja, ich werde hier und da ein paar Fotos einfügen, damit ihr einfach dann, ja, euch das auch ein bisschen besser vorstellen könnt. Ja, also mein Geburtstag war so eine Mischung aus sehr schön, aber auch ultra traurig. Also wirklich sehr traurig. Und ja, also. Wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Also der ursprüngliche Plan war, wir gehen zu meinen Großeltern hoch und feiern da. Und es gibt Pizza dann zum Abendessen und als Mittagessen Donuts. Ich habe so Don Ich hatte voll Lust auf Donuts. Ja, auf jeden Fall. Warte mal ganz kurz, entschuldigt. Seitdem ich hier sitze, habe ich hier die Möglichkeit, Sachen zu googeln direkt. Das ist halt wirklich, ist für mich schon viel besser. Also ich habe jetzt hier gerade. Ja, toll. Ich bin auch. Ich manchmal bin ich echt ein bisschen. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken, ob der Donutladen heute auf hat. Weil wenn ja, dann bestelle ich mir sowas von einem Donut heute. Nein, heute hat er leider nicht auf. Schade aber auch für mich. Ja, aber jeden anderen Tag hätte er auf. Bis sogar 23 Uhr. Tja, schade für mich. Pech für die Kuh, Elsa, sagt man da immer so gerne. Ja, auf jeden Fall habe ich bei einem Donutladen, Royal Donuts, in Ravensburg bestellt. Ich kann euch den nur super, mega, 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 mega mäßig empfehlen, weil der ist echt gut. Also der ist so richtig gut. Ja. Und da haben wir dann bestellt und vor allem immer so Date. Entschuldigt. ja, da haben wir dann eben Don also da haben wir 2 Tage vorher, weil sie so lange, also weil, wenn man eine Geburtstagsbox möchte, muss man ein bisschen vorbestellen. Wenn es eine normale Box ist, dann kann man einen Tag vorher bestellen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann da angerufen und haben eine Donutbox bestellt für die Familie und so. Und ja, leider war einer dabei, der hatte Erdnüsse. Den durfte ich überhaupt nicht essen, weil ich bin ja gegen Erdnüsse allergisch. Ja. Da kriege ich ja sofort Nesselsucht und das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall Donuts bestellt und da war dann auch wunderschön, also wir waren auch schön verziert. Hier kommt dann ein Bild. Hoffe ich jetzt, dass ich das dann einfüge. Zukunfts-Selena, ich vertraue auf dich. Zukunfts-Selena denkt sich jetzt wahrscheinlich so, ach, hätte ich doch öfter, hätte ich mir die Hände einmal weniger oft hochgehoben. Ja, egal. ja, dann haben wir da auf jeden Fall bestellt und die waren echt gut und die kamen dann so um, ich glaube, 13 Uhr rum an. Und dann haben wir halt noch gewartet, bis, also meine Mama und ich, wir haben sofort eingegessen jeweils, das ging dazu. Wir haben sofort schnabuliert. Fand ich aber auch ist gerechtfertigt. Ich war immer ins Geburtstagskind, darauf muss ich auch mal vorzeitig schon mal seinen ersten Donut rausnehmen. Ja, und dann etwas später war es dann so, dass meine Oma gekommen ist, die ist dann zu uns. Also wie gesagt, hat alles dann bei uns zu Hause stattgefunden. Die ist dann zu uns gekommen und dann haben wir dann da Kaffee und dann haben wir halt Donuts gehabt und haben wir das alles so schön gegessen, haben geplaudert und zwar halt wirklich, entschuldigt, ich bereite mich schon mal vor, es war dann wirklich auch sehr schön. Und dann, weil wir ja so gesehen einen Cut hatten, einen kleinen Zwischenraum zwischen Kaffee, Kuchen
Und Abendessen haben meine Mom und meine Oma in der Zeit halt ein bisschen Trauerpost bearbeitet. Das alles, was so angelaufen ist. Und haben sie es halt einfach zusammen gelesen. Und ja. Irgendwie schon komisch. Also nicht so im Sinne von, es war komisch, sondern es war einfach komisch, dass man so, dass das am Tisch war, aber mein Opa nicht. Ja. Oh, es tut mir leid, Schnuppi, dass Mami gerade so nah am Wasser ist wieder. Der Kleine hat es gerade so die letzten 3, 4 Tage, war er ganz froh, weil es endlich mal so war, dass seine Mutter nicht ständig losgeheult hat. Und jetzt fängt sie wieder an. Schon ein bisschen schwer für so ein kleines Karnickelchen. Ja, auf jeden Fall war es, nachdem wir dann das alles gemacht hatten und wir haben auch noch so ein bisschen übers Haus, also das Haus geredet, weil was da noch so anfällt und so Zeug. Einfach dann sowas, Alltag, könnte man so sagen. Und dann ist meine Tante Bella gekommen und die hat dann, mit der haben wir dann auch noch eine ganz lange Zeit geredet und sie ist dann aber vorm Abendessen wieder gegangen und ja, da haben wir dann bis, glaub, 17 Uhr Dauer geplaudert und es war eigentlich echt schön. Also so dieses, man hat sich ausgetauscht, man hat einfach, ja, war nett. Und dann war es später und dann haben wir zusammen gekocht, also meine Mama, meine Oma und ich. Wir haben dann zusammen, naja, gekocht ist ein bisschen übertrieben in der Form, obwohl Oma hat gekocht. Also meine Oma hat dann Kartoffelchen gekocht, weil wir haben uns dazu entschieden, dass wir zum ein Raclette machen. Also es gab zu meinem Geburtstag ein Raclette und ja, hier kommen jetzt überall Bilder die nächste Zeit. Zukunft, Selena, ich freue mich so richtig drauf, dass du das schneiden musst, aber ich jetzt nicht. Aber das Blöde ist, dass ich ja trotzdem irgendwie auch du bin. Also diese Helme kann ich mir eigentlich schenken. Ja, auf jeden Fall haben wir dann Raclette gegessen und da gab es dann eine ganz große Auswahl und es gab natürlich auch viele Geschenke. Die zeige ich euch dann auch noch ein paar davon. Also es gab halt. Also mein größtes Geschenk war so ein Sandwichmaker vom Platzmäh. Nee, stimmt gar nicht. Das größte Geschenk waren ganz viele Leinwände, weil ich male gerade unglaublich gerne. Also ich habe gerade meine künstlerische Ader ist gerade sehr aktiv. Und ja, da male ich gerade viel und deswegen habe ich mir Leinwände gewünscht und ein paar Pinsel. Und das habe ich dann auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also ist dann auch wirklich, ja, habe ich auch bekommen. Und ja, da hinten, das Ding, da hat dieses Rosane, das sind die Leinwände, das ist eine ganze Tüte voll. Also da male ich, kann ich jetzt eine ganz, ganz lange Zeit malen und mache ich auch gerade unglaublich gerne. Ich werde auch nachher noch ein Bild malen. Ich möchte nachher, also ich male auch wieder, ich male auch viel besser also als früher. Und ja, ich werde auch. Ja, auch hier kommen jetzt 2 Bilder, die ich selbst gemalt habe, eingefügt. Da. Ja, und ja, ist auf jeden Fall gerade eine gute, also ist auch so eine gute Sache, macht Spaß. Ja, dann habe ich noch ein paar Gutscheine geschenkt bekommen, etwas Bargeld und eben einen Sandwichmaker. Weil mein alter Sandwichmaker, den ich bis jetzt gehabt habe, der war grauenhaft. Der hatte so eine, der hat, da war die Hals, da war so eine Spirale, die alles zusammengehalten hat. Und immer wenn du ein Sandwich gemacht hast und nur ein bisschen was oben drüber gelaufen ist, was übrigens immer passiert ist, war sofort der ganze Sandwichmaker dreckig. Und es war auch so, dass du den fast nicht sauber bekommen hast. Also 5 Minuten Sandwich machen und 2 Stunden danach putzen war so das Motto. Und ja. Und darauf hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Da habe ich zu meiner Mom und meinem Dad gesagt, ich wünsche mir einen neuen. Dann habe ich mir noch Beschriftungsbänder gewünscht für mein Beschriftungsgerät. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe oder nicht, aber
Ja, da habe ich hab ein Beschriftungsgerät und da habe ich mir Beschriftungsbänder gewünscht, die man dann aufbügeln kann, damit man da einfach auch Sachen damit beschriften kann, die man dann in die Wäsche schmeißt und so. Ja, und dann habe ich mir noch eine Bento-Box gewünscht, so eine süße kleine, und die habe ich dann von meinen Oma und Opa bekommen. Und ja, das war so der grobe Überblick. Also die anderen Sachen, die ich noch so bekommen habe, die werdet ihr ja dann auf dem Bild sehen, und da werde ich euch dann vielleicht auch Bildunterschriften machen. Oh, jetzt hasse ich. Jetzt bin ich am Punkt, wo ich weiß, dass mich Zukunfts-Elena richtig hasst für den Spruch, ich mache Bildunterschriften. Ja, aber ich versuche es wirklich noch für euch zu machen, dass dann nachher irgendwo ein Bild kommt, wo dann wirklich nur meine Geschenke aufgelistet, also mal zu sehen sind, und dann da kommt dann da so ein immer so ein kleiner Text, was dann genau das Geschenk ist. Und ich versuche es auch so hinzubekommen, dass man es ein bisschen länger sieht. Wird lustig. Ja, und dann, als wir dann fertig waren, haben wir das Raclette grob sauber gemacht und dann haben wir auch eingepackt, und dann ist meine Oma eigentlich auch schon gegangen, weil sonst wäre es so spät geworden mit Fahren und alles. Dann irgendwann hat halt meine Oma noch angerufen, dass sie gut angekommen ist, was ich auch gut fand, weil es ist wichtig. Und ja, dann haben meine Eltern und ich noch so ein bisschen zusammengesessen, haben einen Film geguckt und haben uns einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber es war irgend so eine Schnulze, die wir uns angeguckt haben. Und ja, und dann sind meine Mom und ich auch schon nach oben gegangen, und da haben wir dann noch zusammen eine Pina Colada getrunken, eine alkoholfreie. Und das war's. Und dann war mein Geburtstag eigentlich zum größten Teil schon vorbei. Ja. Aber ich muss zugeben, es war für mich ein sehr aufregender Tag, aber es war ein schöner Tag. Und ja, doch trotzdem muss ich auch sagen, mein Opa hat sehr gefehlt. Das tut er wahrscheinlich die nächste Zeit bei jedem fest und immer wieder. Aber ich finde, alles in allem haben wir in seinem Sinne gefeiert, nämlich wir haben einfach einen schönen, ruhigen und vor allem familiären Tag erlebt, und das ist doch das Wichtigste. Ja. Meine Zweiteltern hätten auch kommen können, aber die waren da leider schon im Urlaub und deswegen haben sie abgesagt. Und mein Bruder wollte eigentlich auch kommen, aber da hat sich dann irgendwie was dazwischen geschoben und deswegen hat es dann auch nicht geklappt. Und deswegen waren wir dann am Ende in einem sehr kleinen Kreis. Meine Schwester, weiß ich, die war bei einer Taufe, genau, das war's. Ja, und so ist es dann halt die Zeit so gewesen. Ja, meine Großeltern väterlicherseits, die wollten auch noch kommen, sind aber blöderweise, weil ich eigentlich ja jedes Jahr bei meinen Großeltern ja, bei meinen Großeltern zu Hause feiert, sind die dahin gefahren, aber da waren wir dann halt nicht, und ja. Ja, das ist dann doof gelaufen. Aber das ist dann auch wirklich. Aber wir haben dann telefoniert und das war ja dann auch okay. Gut, das war mein Video zu meinem Geburtstag. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Ach so. Entschuldigt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euer letzter Geburtstag war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rieben@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. So, vergisst man es auch noch. Schrecklich, aber so ist es halt.